Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und dem Jahresrückblick 2022 mit ein paar Outtakes. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses Jahr. Es ist absolut verrückt gewesen, also wirklich richtig verrückt. Es hat sich so viel getan, hat sich so viel verändert, wirklich heftig verändert. Unglaublich geile Community, richtig viele geile Leute. Wir haben ja einige von euch auch dieses Jahr wieder kennengelernt in den Parks dieser Welt und das überall auf dieser Welt, nicht nur in Deutschland. Das ist auch immer sehr skurril. Und ja, danke fürs fleißige Zuschauen, Kommentieren, Liken oder auch ja, nur zuschauen und passiv sein. Ja, das ist halt, ich weiß, dass viele stille Beobachter sind, ist dann halt immer schwierig, ne, weil es gibt immer nur negative Kommentare und das, was gut ist, wird halt nicht bemerkt. Ich weiß aber, dass ihr das gut findet, also hoffentlich ein bisschen. Ja, ansonsten gibt es jetzt so einen Jahresrückblick, mehr oder weniger chronologisch, mit ein paar Outtakes und halt Jahresrückblick ein bisschen zusammengefasst. Und es fehlt einiges von der UK-Tour noch, ein bisschen was ist drin, einiges fehlt noch und der ganze Dezember im Daily-Vlog-Style fehlt natürlich auch komplett. Könnt ihr euch nächstes Jahr nochmal auf was freuen? Nee, wir starten direkt mit 0 Uhr am 01.01.2022. Ich hasse dieses Ding so sehr, das ist unglaublich. ja, du noch was? Danke. In diesem Sinne war es das jetzt von uns. Es war es noch nicht dieses Jahr. Es gibt jeden Tag weiter um 18 Uhr ein neues Video. Aber jetzt kommt erstmal ein unfassbar bekloppter Jahresrückblick, wo es, glaube ich, viel zu lachen gibt. Viel Spaß damit. Wir sind raus. Ihr seid die coolsten. Ach, oh shit, oh, Bro. Fürs Red Review Video Magazin. Peace. Party! Energylandia! Energylandia! Das war auch ein bisschen zu viel Thrill. Das hat komplett die Packung komplett genommen. Ja. Oh, ich geb mir! 2022! Okay. Okay. Wow! Nein, habt ihr auch! Sind wir Kenny-Marsch? Lasse reinströmen! Dein Ernst? Nee, also. Hey. Hey! Oh, ich bin aber ein Knaller, ey! Ja, schön, brennt nur! Oh, das brennt doch mehr gleich! Ja, ich glaube aber, Radiator Spring Racers. Alter, die ist massiv! Es darf sich nur nicht da drin. Ja, so! Ja. Ja, danke schön. Ja. Was kann ich denn? Ich die ganze Zeit mit. Ja. Wie war das mit der Neuheit? Das rote blinkt dich dem Hut, sagt nix. Spontane Zusammenkunft mit Phantasiana im Phantasialand. Sind wir in Düsseldorf im Aquazoo Löbbecke Museum. Sind wir direkt auf das Gehör gegangen, ein bisschen flanieren und repräsentieren. Das sind 8, das sind 10. Hast du denn bestellt, Simon? 1, 2, 3, 4, 5. Alles noch da. Wie unendlich geil das ist. Wir sind hier gerade komplett eskaliert. Es kam nämlich ein Paket, von dem wir nicht wussten, was das ist. Und ja, erstmal vielen, 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 vielen lieben Dank an Patrick. Sadra im Energylandia-Land. Energylandia-Land ist auch schlau gewesen. Ich habe dieses pompöse Intro komplett verkackt. Ja, ich habe mit der noch nicht gefilmt. Okay, wenn das hier blinkt, ich kenne auch das Frontdisplay. Nö, brauchst du nicht. Das fand ich sehr gut. Ja, stimmt. Ja, 2 Stunden. Aber genau zu diesem Zeitpunkt wird gerade auf der Bühne bekannt gegeben, wer die Gewinner, sagt man eigentlich Gewinner? Und jetzt gerade wird auf der Bühne bekannt gegeben, wer einen. Nein, das habe ich ja gerade schon gesagt. Das, tschüss. Au. Beam tut immer so weh. Bum. Das war mein Kinderschirm. FKF Convention. Wir haben Freitag. Das ist der Tag vor der Convention. Kommt mit dem Kabel etc. Wollt ihr einmal weh? Einmal, Tobias, wie läuft's denn? Wie immer. Wunderbar. Wann bist du so genial geworden, Tobi? Vor allem, pass auf, das ist noch genialer. Wie geworden? Presse. So, jetzt nochmal, hier. Gewinne. Also ein Bier besteht aus 0,5 und nicht 0,25. Danke. Danke.
Der Bro und ich, die dachten schon, wir werden schon wieder leer. Hey Bro, du bist auch dabei. Bier. Alter. Ja, Perlenbacher, aber kein Fuchs, Alter. Wann? 2015? Ja, 2015. Tom, ich sag's dir mal, wir sollen nicht so viel trinken, auf einmal sind wir in Afrika. Da. Moment, wo man einfach nur trinken muss, bist du drüber. Ja, so schlecht schmeckt das Faxe. So schlecht schmeckt das Faxe anscheinend. Okay, doch, glaubt ja nicht. Oh, lecker, lecker Faxe. Ich frag morgen rein. Ein leckeres Faxe probieren. Nee. Ein Faxe haben wir noch. Auf Afrika. Afrika Full Count hier. Welche Nummer? Wer ist vor die Tür gelaufen? Wie in Hogwarts hier. Guck mal hier. Aber wir haben keine Zeit. In Afrika. Also Full Count oder was? Hier. Ein Count, zwei Count, drei Counts. Afrika Full Count. Seriennummer bei San Perla 00001. Wo tatsächlich ja, dieser Mittelteil als Freifallturm ausgeprägt war. Multitalent, halb links, rechts, egal. Zu Ostern 2023 bekommt Zu Ostern 2023 bekommt Karls Erlebnisdorf Elztal seine Erdbeerraupenbahn. Party. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Herzlich große Auswahl in ihrem Willkommen-Trinkgut. Ma, Bernd. Fair of Set. Seit 86 bieten wir Kompetenz rund um die Kaffeebohne. Sie haben eine sehr kompetente Kaffeebohne da. Dankeschön. So, Leute, das war's. Das war mein letzter Arbeitstag in dieser Firma. Ghetto. Wie geil seid ihr denn? Ja, das war klar. Stoßen. Aber das ist ein ganzes Bett. Das ist ein Bett. Da ist auch keine Luft
kratze. Ey, das weiß ich, als ich kann nur zur Tür, ey. Also, das hab ich anders in Erinnerung. Ich hab... Das ist wirklich höher als Tom. Das ist auch nicht, weil das alles... Komm doch mal an. Das haben wir gar nicht gemacht da drin. Ja, klar mal. Und dann... Ich brauch nur eben noch ein paar Schnittbilder hier von der Weiche. Ja, du kannst aber... Mit Leiter und so. Und hier? Ja. Und Unterstand fürs Holz. Mit wir auch heizen können. Sortig. Nein. Du bist weich. Hey. Squeezy. Hey. Squeezy. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen News-Video. Schöne Grüße an Vanessa und Marcel, vielen Dank noch einmal. Hollywood in Germany erstrahlt 2022 im neuen Glanze. Sponschka. Für die, die nicht mehr wissen, was Vinyl ist, das war immer in so Kartons und sah so aus. Beziehungsweise, vielleicht kennt ihr das so eher nicht, sondern klassisch in schwarz und dreckig. Bah. So, wenn auf Party alle damit rumasen. Ich bin immer noch für Sprite Gurke. Und wenn ihr jetzt denkt, was labert der, guckt euch das Epcot-Video an. Wie bitte? Auch wenn ihr aus Russland kommt. Aber 3S ist das Thema. Sanitäranlagen, Sonnenschutz und Sitzbänke. Und ansonsten war's jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Ride Video YouTube-Kanal. Willst du auch mal? Nimm dir was. Oh, das ist weg, das ist ja meine normale Stimme. Und mit Uwe, ich bin auch dabei. Kaufst du was schön? Ich hab meine Maske, aber ich kann das nicht anders. Ach so. Nein, hab zu Hause. Hm? Ich bin nicht mit zwei Leuten kalt. Du kannst die Pfütze nicht kehren. Ich kehr den Rand hier. Ja, hier ist alles nass. Wir fahren jetzt zum Kids Inn in Frankenthal. Wir sind beim Technikmuseum Speyer angekommen. Wahnsinn. Und das ist nicht das Größte. Bestes Wetter, Montagmorgen, wir verlassen unser Hotel. Wir sind im Erlebnispark Tripsdrill, um genauer zu sein, im Naturresort von Tripsdrill. Und das bedeutet, wir zeigen euch heute die Baumhäuser von Tripsdrill. So, jetzt sind wir im Naturresort Tripsdrill. Das hier mal so benachtet heute, finde ich ja so richtig toll. Der wunderschöne Freizeitpark Erlebnispark Tripsdrill in Baden-Württemberg begeisterte seine Gäste und die Welt der Freizeitparks im Jahr 2020 gleich mit zwei neuen Achterbahnen. Auf der Schiene hat natürlich den riesen Nachteil, dass wir A, Druckstellen bekommen, wenn der Zug längere Zeit steht. Und B, kommen wir natürlich nicht so einfach an die Seitenräder ran. Ich bin Alex. Ich bin übrigens Parkleiter in Tripsdrill. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber es ist wunderschön, dass ich das bin. Und es macht sehr viel Spaß. Was sagst du dazu? Ich muss weg. So, ich habe gerade gebrochen. Vernünftig, sonst darfst du nicht bieten. Oh, bei mir ist mit Only. Ja, auf euer Business. Ja, das ist so. Erstmal. Was rein, Leute! Die Arbeit an der Hochspannungsleitung, ist das geil!
Wir fahren nämlich jetzt nach Dänemark, wir fahren zum verrückten Sommerland, also am fast nördlichsten Punkt von Dänemark. Der Dame macht heute, ne, der macht morgen eine neue Achterbahn auf und heute Abend können wir die schon fahren und wir nehmen euch mit. 18 Euro. Absolute Nicht-Empfehlung. Das ist natürlich der beste Parkplatz für den Koffer. So Leute, wir sind drin in unserem Zimmer. Krass, das ist echt cool. Parkblick? Yes! Ja, das ist richtig cool. Also wirklich, das ist mal Parkblick. Das ist ein Freizeitpark-Hotel, wenn ich hier rausgehe und habe die Achterbahn vor der Nase. Dann gibt es einen Plüschfuchs. Oh. Ich glaube, du hast was anderes. Ein riesiges Squirrel. Ja, danach ist Ride Time. Backstage-Tour. Interviews mit Willkommer und Fordup. Dann gibt es Barbecue. Und Dinner. Wenn die Sonne untergeht, gibt es einen Drink und einen Snack in der Bar vom Hotel Fordup. Und morgen geht es um 9.30 Uhr weiter mit einer ERT auf Orkanen und Falken. Ist Tuborg Ultras, Grüße gehen raus nach Carmen. This is an amazing ride. In just a few minutes we'll go to Phoenix. And then we'll wait 2 hours until we can drive it. Der fantastische Seher. We're at Fob Summerland in Denmark. My name is Rasmus. I'm CCO in Fob. He's coming down, he's coming down. Oh, aber das sind die, das fasst man nicht an, das klebt. Haben wir euch das schon ganz, ganz oft erklärt mit den Laufrollen, die warm sind, man merkt das. Und jetzt sind wir oben bei Phoenix, es wackelt alles ein bisschen. So, I'm Benjamin Blumenthal, I come from the Netherlands, I work for Vekoma. I've been with the company for 12 years and I've been in the role of a track designer for the last 11 of those. So since a year or three, I lead a little group. It was just by myself for a couple of years and now we're a group of four track designers. Ich bin vorbereitet. Oh oh. Ich bin's wieder, euer Evi. Wir haben eine Achterbahn, die heute nicht läuft, und zwar der River Shore. Ist das River Shore oder ist das Sampan? River Shore Spinning Mouse. Sehr cool, hier auch in den Wald eingebettet. Also der ganze Park ist ja richtig geil im Wald eingebettet, aber auch so, dass die Bahn, ohne die hübsch zu machen, schick aussieht. Gönn dich mal ein Schlückchen. Mach das doch voll. Du sollst dich nicht besaufen, willst du Wein probieren? Kannst du schon nicht fragen, was man hingehen könnte. Hier hätte man auch reinfahren können. Natürlich. Ach Gott. Herdplatten oder nicht? Ist da eine Küche drin? Du Scheiße! Da ist eine Küche drin! Und teilweise ist irgendwas irgendwo bei oder abgeschaut, man weiß es nicht. So, das ist das und das ist Legoland. Da gehen wir jetzt hin. Ja, es schneit und regnet und stürmt und. Schneit und regnet und stürmt. Kameras an, Hagel, hör auf. Hagelicious. Wie ist alles bei dir im Schal? Ja. Und in der Kapuze. Ist auch kalt. Hat geschlossen und nicht wahrscheinlich, bleib die ganze Zeit geschlossen. Hallo. Okay, sie haben es probiert. Ich habe gedacht, der Zug kommt weiter, aber nein, noch nicht mal so weit. Ah, und das muss ein Kran machen. Das ist scheiße. Ja! Das ist ärgerlich. Aber auch, sieht irgendwie gerade cool aus, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wahrscheinlich haben die versucht, den schon rauszuziehen. Eieiei. Flash! A N D Legoland. Ägyptisch. Hieroglyphisch. Und wenn du nicht mehr durch den Cube passt, dann passt du auch nicht mehr in den Ride. Aber noch geht's. Kann man sogar normal ansteigen.
Kranger Weihnachtszauber. Nein, wir sind auf der Palmkirmes in Recklinghausen. Den hat er mitgenommen. Den habe ich mitgenommen. Du hast jetzt gesagt, dass Uschi das Maskottchen vom Lebkuchenland fehlt. Ja. Kommt mit dem Lebkuchenland. Hallo! Und dann will ich sagen, machen Sie das Licht an! Die Platzregeln! Und dann wieder. Leute! Oh, ja, ich primo! Draußen! Oh, hat dich runtergeholt! Zombie oben! Oh! Jetzt sind wir in einem Fenster! Draußen! Oh, hat dich runtergeholt! Hat man ja schon beim Umfahren Angst, dass der gleich auseinanderfällt? Ein bisschen Angst war schon dabei. Ich habe solche Angst gehabt. Super! Wollen Ihre Kunden? Wer hat hier ein? Sie kann nicht um das, was sie gerade besser sieht. Ja, da brauchst du jetzt auch nicht mehr gucken, ne? Oder? Ja, wenn man mit so einem fetten SUV in die Fußgängerzone fährt, sollte man nicht auf dem Pöller parken. Wir haben ja Videobeweis. Entschuldigung, ich bin hier von der Stadt Münster. Schönen guten Tag. Genauso stabil wie mein Leben. So gar nicht. Aber ist schon okay. Ja, jetzt nicht mehr. Der war mal stabil. Alter! Spellpark. Ja. Old Falkenwein. Old Falkenwein. Da sind wir jetzt. Jo. Meine Damen und Herren, willkommen in Den Haag. Direkt unter dem Kirmesplatz. Sind wir weitergefahren von Den Haag nach Rotterdam. Ja, war wirklich eins der Ziele, die ich hatte, unbedingt mal zu fahren. Dann ging es von Rotterdam nach Bergen op Zoom. Eins! Ja! Ja! Warum wohnst du jetzt nochmal im Center Parks? Ich hab noch einen Gutschein. Hello, hello! I want a wonderful world. So, wir fahren immer noch hoch, wir fahren immer noch in das Rohr, Leute, wir fahren noch ins Rohr rein. Kannst du einen Text, Tom? Was sagt der? Come on up, it's this river. You ride. Oh, was ist jetzt los? Ich glaube, es geht rückwärts, Freunde! Jetzt geht's rückwärts durch den Looping! Es ist ein Dark Ride. Der Moderator wird bepöbelt, addiert. Für euch an der Zeit. Oh Gott! Das war krass. Also in Mainz greift man die Girls an, indem man mit dem Bötchen die steigen da jetzt auch ein. Nein, die kennen die nicht. Nein. Oh, wie ich. Ich glaub's. Ja, und dann bei Aktenzeichen XY, drei Mädels vermisst, ey. Ja. Weißt du, warum ich die drei Mädels auf einmal abschleppe? Weil ich jetzt Kinderachterbahn fahren gehe. Wenn die Nummern getauscht. Sag, wenn die Nummern getauscht. Doch? Ja, tatsächlich. Was denn? Ja, aber die haben es überlebt. Das heißt, Aktenzeichen XY muss auf mein Material verzichten. Okay. Beachten die TÜV-Vorschrift. Ganz vorne dürfen nur Kinder sitzen. Eine TÜV-Vorschrift? Ja. Das glaube ich nicht. Welcher TÜV hat das denn geprüft? Dann fragen wir da mal nach. Push, push. Geht schon wieder los. Geht schon wieder in irgendeinem Film. Ich muss raus. Damit habe ich dich. Goll. Achso, das kenne ich nicht mehr. Deo, Zahnpasta, Headphones. Tür? Was für eine Tür? Das ist keine Tür.
Kann ich hier nichts mehr zu zahlen? 50 oder 8? Ja. Ich hasse Kunst. Open ist gelogen. So. Wir haben geschlafen. Und jetzt sitzen wir im Auto. Wir fahren eine Dreiviertelstunde bis zu einem Bäcker. Also es ist nicht so, als ob hier keiner wäre. Aber wir fahren jetzt nach Minden. Wir fahren nämlich heute ein Date in Potts Park. Das ist endlich mal wieder nach Plan. Und dann snacken wir da eben ein, zwei Brötchen. Und dann wird gearbeitet. Und gucken, ob wir es nochmal melden. Der Bäcker hier in Minden hat einfach mal einen Backdrive. Ich verstehe, dass das Backdrive ist, ja, weil das ist eine Backstube, aber das ist Deutsch und Englisch gemischt mit einem Wort, was es auch im Englischen gibt. Das funktioniert nicht. Aber ich finde, das ist eine coole Sache. E-Ladesäule. Mit E-Ladesäule. Da legst du dir nieder. Bist du bereit? Ja, wir sind im Potts Park angekommen. Und ich baue eben noch was für einen Zeitraffer auf. Und lass den Rucksack rein. Ist immer ganz wichtig, teure Kameras auf den Boden fallen zu lassen. Und ja, wir sind hier bei der Baustelle der Klippenschleuder und begleiten heute erstmal das, was Universal Rocks hier macht. Das wird spannend, glaube ich. Der Gimbal ist eingestellt und jetzt wird der Bro wahrscheinlich so ein paar Rundläufe einmal um die Baustelle machen. Und ja, die sind jetzt gerade noch dabei, in den beiden Teilen noch die Unterkonstruktion, also dieses Metallgerippe da drumherum zu formen und zu schweißen. Mal gucken, was heute noch so alles passieren wird. Universal Rocks ist so geil, die haben ihren eigenen Mörtel, Alter. Und tschüss! Hanno Park heißt das, ne? So wie Hallo. So wie Hannover. Und eigentlich wollte ich durch diese Einfahrt reinfahren, wollte hier lang fahren und wollte im Breakdance parken. Ist er gefahren? Ich brauche den auch noch. Was tun wir hier? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender war denn das, wo wir das gesehen haben. Also, das war auf jeden Fall Post, wahrscheinlich im NDR irgendwas. So ein Bericht über dieses Kiosk, dass es hier in dem Kiosk frischgezapftes Bier gibt. Flensburg, place to be, Kirmes und hier geht's ab, alle haben Bock und alles ist matschig. Das war jetzt nix. Ich will ja keinem was Böses nachher, das geht doch nicht. Okay, let's go. Die Phantasialand-Erweiterung und die grüne Politik in Deutschland. Wenn das alles mal so lustig wäre. Das ist so eine absurde, hirnrissige Aussage, das habe ich noch nicht erlebt. Aber was weiß ich schon, ne? Das ist wirklich, das ist, das Phantasialand kommt gut zurecht mit der vorhandenen Fläche. Wir sind bei bestem Wetter im Harz und nicht auf Hexenjagd oder zur Walpurgisnacht, sondern in Thale und hier gibt es die Seilbahntale mit verschiedensten Attraktionen. Ah, also. Dankeschön. Hier sehen Sie, Hürde Dreistadt auf der Manuel-Schottenbaubrücke 2020. Wir haben gescannt und geschlossen. Ah, es hat einmal laut gepiepst. Und da hat es dreimal piept. Ah, das war nämlich ein lautes Piepen nur. Das muss dreimal. Ah, okay. Was gelernt, Dankeschön. Lounge. Hat er nicht gemacht. Was war jetzt zuerst? Scannen? Sicherheitsbügel. Hast du schon gescannt? Nein. Ah, Startknopf. Ja, mein Name ist Hans-Peter Markmann. Wir sind hier in Köln-Deutz auf der Osterkirmes mit unserer Nessie, mit der großen Schaukel. Und ja, das Karussell ist 30 Jahre im Familienbesitz. Ich bin die fünfte Generation Schausteller. Alex, den richtiger Cliffhanger, Hammer. Interview 2. Fragen wir erst mal, ob wir mal Chantal, ob wir da mal reingucken können jetzt da. Nee, wir wollten das halt schon so haben, weißt du, dass das aussieht, wie ein Schausteller bedienen kann. Wie so ein Fahrpult halt, ne? Haben wir noch was, was wir noch nicht erzählt haben? Ja! Oh mein Gott! Also, das nächste Mal, ich heiße André Bürger. Ich
Ich bin eigentlich Geschäftsführer und Gründer der Firma VIS Games. Danke für den Besuch und wie gesagt, nicht vergessen, diese Erlebniskarte zu stempeln. Wir sind, wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, im Freizeitland Geiselwind, direkt in Geiselwind. Vergiss jeden Coaster, den du baust, ja, oder egal was, also ganz egal, was dir ein Fachmann erzählt. Investiere in 3 Bubbleberge und ein paar Liegestühle. Das ist der meistfrequentierte Platz im ganzen Park, dass wir teilweise hin müssen und müssen Leute rausholen und sagen, hey, entspannt euch mal, kommt später nochmal. Haben wir die letztes Jahr gebaut? Ich kenne die Bauten noch nicht. Nee, vorletztes Jahr. Ist die neu? Ja, ja. SPF? Ja. Wann habe ich die gebaut? 20, warte mal, 20 war die, bauen die? 2020 haben wir die. 21 habe ich Forbidden Kingdoms gebaut. Ja, passt, bei 2020, ja. Das Einfachste von der Welt. Wir machen Döner rein, den keiner isst, essen wir selber. Ist auch so, ich brauche einen Spieß am Tag nur für meine Technikabteilung. Seitdem läuft der Laden. Aber nicht nur der Döner, jetzt laufen auch die Bratwurst und die Steaks auf einmal sehr gut. Muss kein Mensch verstehen. Muss kein Mensch verstehen. Weil das Problem ist, ich will jetzt sagen, wir freuen uns natürlich, wenn sich die Leute wohlfühlen und rumlungern. Aber so nach 15 Minuten sagt man, Alter, wenn du der Arsch willst, gehen wir wieder weiter. Das Bauernhof. Da waren das letzte Mal die Hüpfburgen da, wo du da warst. Das haben wir gebaut. Oh. Wenn ich das immer noch alles wüsste, wann wir was gebaut haben. Und jetzt steht es dran. Aber anscheinend im Moment, jetzt nach deinem Beitrag, wird es wieder aufkochen. Aber im Moment interessiert es jetzt auch keinen mehr anscheinend. Weil ich habe nichts mehr gehört seit Wochen. Müssen das nächste Geschäft umbenennen. Gut investiertes Geld, glaube ich. So geil, wenn du aus den Bäumen rauskommst, dann die Übersicht, also diese Aussicht hast, das ist richtig krass. Gut, dass ich dich dabei habe, schau. Nee, super. Bin aber auch noch nicht ganz fertig. Ich weiß, man hört immer nicht ganz fertig, aber... Freizeitland Geiselwind. Grüße an Mr. Hafferöder. Facker Wacker. Ungstasi. Ja, ein bisschen. Wie schlimm war's? Gar nicht. Ach. Ja. Wow, das ist ein verdammt guter Effekt. Wow. Das natürlich auch bei... Das Einmal. Einmal laut. Okay. Hüttinger Animatronics. Ja, und noch hallo von meiner Seite. Du weißt genau, wo du bist. Nicht wundern, das Loch gehört da rein, dass das Regenwasser ablaufen kann, wenn es oben reinläuft, im Finger. Wir wollten es auch zuerst verstopfen, da habe ich mir gedacht, es wird schon Sinn haben, wenn auf beiden Seiten so ein Loch drin ist. Geil. Ja, das war nur ein Probeprogramm. Geil. Outtakes. Boah. Riecht's hier? Nach was riecht's hier denn? Nach was riecht's hier denn? Hallo? Hallo? Nach was riecht's hier denn? Hey, ich bin der Hirsch, Eddie der Hirsch. Leute, hallo, warum nehmt ihr mich da hier aufs Video? Hallo, was soll das? Hallo? Leute, Kamera aus. Ich habe keine Erlaubnis zum Drehen gegeben. Jungs, hallo. Ich habe gesagt, aufhören. Aufhören, habe ich gesagt. Hey, bin ich so interessant oder was? Oh ja, 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 ja. Okay. Wenn du bei diesen ganzen harten Jungs richtig krass sein willst, gibt es nur ein Handtuch, was du mitbringen kannst. Aber heute ist wieder keiner da. Überraschenderweise steht hier schon ein bisschen was. Und getanzt. Schön Carbonara. An der Frittendecke.
Internet. Jetzt schmeiße ich hier die Kreditkarte auf den Boden. Gut, in München ist das normaler Pflasterstein dann. Das hat weh. Nicht nur körperlich, auch im Portemonnaie. Das ist ja schrecklich. Achtung, und jetzt nochmal. Wer lädt den Milchkann in den Tankauflieger? Und wir gehen jetzt was essen. Wir landen, wir halten, bitte zurückbleiben. Wir halten, zurück zur Basis. Wieder alle Maschinen, stopp, bitte zurückbleiben. Bis das Karussell steht. Wir starten es hier los. In Mannheim weiß man, was gut ist. Hier fährt die Polizei Caddy. Mittag und es gibt frisch gezapftes Helles. Ist das schön. Wir bringen den jetzt zum Räderwechsel. Zum Wohle. Ja? Auf Bayern. Hallo, ich bin Moritz. So eine Weisheit, die ich der Uschi gerade schon mit am Weg gegeben habe, wenn ihr Micro-SD-Karten kauft, müsst ihr... Ups. Da kommt der Weltuntergang und wir sind on point fertig. Oh no. Ey! Ach, da läuft noch was. Ja? Die Maus, hier, mir entgegen. Hallo Mausi, aber das ist doch Katze. Zack. Ihr habt die... Hast du die Maus? Das ist das erste offizielle Jagdvideo auf Ride Review. Herzlich willkommen. Ride Review Hunting. Wir sind im Tier- und Freizeitpark Thüle. Der ist voll schnell. Die Feuerwehr ist am Grill. Und da gibt es einen neuen Bericht mit die ultimative Rookpork Experience durch die Linse von Ride Review. Ins Rabbit Hole Burger essen. War jetzt doof, gibt keine Burger mehr. Die haben keine Patties mehr. Aber wir haben Gutschein und eine Nussecke, das ist doch immerhin ja, etwas. Also schwierige Sightseeing-Tour mit euch. Weißt du, was noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt das Dennis, mache? Wir haben hier noch. Na, hör auf. Sollen wir noch ein Herzschloss dran machen? Als letzter du und ich. Es geht in die USA. Flughafen Düsseldorf angekommen. Wir packen euch jetzt kurz in den Rucksack. Wir versuchen dran zu denken, euch das unten zu verlinken. Und dann fliegen wir jetzt gleich nach London. Wir haben kein Geld, das heißt, wir suchen die Lounge. Also hätten wir sonst auch gemacht. Die Lounge, wie heißt sie jetzt nochmal? Centurion Lounge. Amex hat jetzt ganz neu erst aufgemacht. Das ist auch noch gar nicht ausgeschildert. Also es gibt ein Schild, was da hängt, wo die Lounge ist. Von London nach Osten. Was ist das jetzt? Fliegen. Das ist das Schlimmste auf der Welt. Hass, Hass, Hass. Pfandsammler. Warum hast du drei leere Flaschen in der Hand, bevor sie fliegen? Die will für 50% nach Oldendowers. Tschüss.
So, Stop Nummer 1 für uns. Tomfoolery's Adventure Park. Hier nebenan ist noch ein Indoor Water Park, der echt groß zu sein scheint. Das ist der größte. Irgendwo. We're gonna have our kiddie rides over here on this side. That's going to include the Puppy Pulsar Star Force Orbiter and the spinning teacups at Flynn's Power Fuge. Now, here in the center on our other side, these will be some of our main attractions. I think two of the ones that y'all are most interested in for today. Das, Leute, das ist eins der absoluten Highlights. Das ist das Wichtigste, was es hier gibt. Die Bauarbeiter tun ja auch. Cedar Point Instinct Flex, herzlichen Glückwunsch. Das ist scheiße, ey. Wenn jetzt dran steht, dass alles zu ist, dann ist es nicht zu. Also, das ist gut, aber das ist natürlich nicht hilfreich. Die Pulsarstation. Die haben da einfach ein Foto von Pulsar genommen und das ein bisschen umgearbeitet für ihr Bild. Das ist auf jeden Fall krass. Was eine gute Achterbahn. Es geht weiter. Nicht nur das Rafting ist geschlossen, sondern auch der Lokflug. Was ist das für eine Scheiße? Auf nach Kanada. Aber nicht jetzt. Amerikanischer geht's gar nicht mehr als das Shirt. Ja gut, bei Texas Giant hat man ja auch einen Breakdown. Dafür ist Batman jetzt geschlossen, der ist gerade noch gefahren. Wir sind durch, habe ich erwähnt, dass der Aussichtsturm auch zu war, bestimmt. Richtiger, ihr habt Six Flags Day. Kurz hin, Road Close. Ja, das ist ja praktisch, wenn ich hier lang muss. Oh no. Die rangieren da auch irgendwas. Super. Ja. Jo, ab geht's. Plastikschwalm. So, we have here wieder so nice American Car with Underfloor Lightning. Ich mach das auch. No lifeguard on duty. No alcoholic beverages. Ja, dann gehen wir nicht an den Pool. Da vorne, ich sehe sogar von hier, Joker ist Six Flags Over Texas von. Aber laut Anzeige vorne ist alles geschlossen. Der Woody ist auf jeden Fall noch geschlossen. Technical adjustments. So, Mr. Freeze, holy moly. What's your YouTube channel? Ride Review. Okay. I'll subscribe. Okay. Shut up. So, alles offen hinten. Wir sind jetzt bei Alley Cats. Wir gehen jetzt zu Whataburger. Wir sind ja in Texas und damit ihr das mal seht, wie texanisch das hier ist. Pass auf, dass du nicht auf eine Klapperschlange trittst. Wenn ihr euch jetzt fragt, was fahren die Idioten denn jetzt da irgendwo in die Stippe? Mr. Gaddy's Pizza. Geschafft. Ist es vor die Wand gefahren schon? Das, ja, und jetzt. Ah! Wie geil ist das? Das ist dieses Strandfoto, das nur mit so einer Trap jetzt. Ja, so also ein Sessel hat ja jeder. Ich will eine Liege. Oh, das ist ja ein toller Boardwalk hier. Ist einer der wenigen Bürgersteige in den USA, aber guck mal. Wow. Oh Gott. Damit kann man übrigens auch Wände verspachteln. Tag 4, glaube ich, der Sweet South Tour. Ja, aus der Reihe, macht alles selber. Plant nicht mit Frau Reichert eine Tour. Beziehungsweise, wenn euch das immer weggenommen wird, ich gucke nach Öffnungszeiten und Tickets. AM und PM. Kann passieren, ist ja in Ordnung, kann passieren, ist menschlich. Bloß wenn dann erstmal das sehr unwahrscheinlich ist, dass das so stimmt und jemand dreimal nachfragt, ob das wirklich so ist, weil das total unwahrscheinlich ist und keinen Sinn macht und dir dann mehrfach versichert wird, dass das so ist, kommt dabei raus, es ist gar nicht so. Na, herzlichen Glückwunsch. Dinge, die auf keiner Bucketlist dieser Welt stehen. No Name Zoo Rope Droppen. Das erleben Sie nur hier. Sie sind die größten Idioten der Welt. Fliegen in die USA, um in No-Name-Zoo zu gehen. Natürlich.
Ganz ruhig. Bitte, die Tiere sind jetzt alle da. Ist das heute beschlossen? Wir sind angekommen am Wonderland Amusement Park. Sieht schlecht aus. Und ein großes Tor zum Park ist auf. Gehen wir mal runter. Ja. Seid ihr denn morgen noch in der Stadt? Ja, mal einen kleinen Trackwalk noch hier. So, dann seht ihr auch mal so einen Cyclone von innen. Der Prinz Güt. Hallo, hallo. Ja, die erste Wonderland Amusement Park Parade präsentiert von Ride Review. Wir sind hier am Beginning von der Route 66. Schon ein bisschen bedeutungsschwanger. Ja, wer stellt sich denn mit dem 30 Meter hohes Kreuz in den Vorgarten? Und so Dinger stehen hier überall rum. Weil du hier das sechste Bier umsonst kriegst, wenn du so ein Bucket nimmst. Pepperoni Pizza. Medium. Das will man doch nicht. Kein Eis. Naja. Mein TripAdvisor steht Elvis hier. In Frontier oder bei Frontier City angekommen. Es sind auf jeden Fall vier Attraktionen schon mal geschlossen, die vorne dran stehen. Bei Anton Schwarzkopf musst du gleich mal filmen. Anton Schwarzkopf. Wir sind jetzt gerade zweimal Weltkit gefahren. Hier, alle, die getriggert werden von mir, wenn ich cool mit K schreibe. Trigger. Der Ritsch machen muss. Das Balloon Race ist zu, die Eisenbahn fährt nicht, die Kleine. Kannst du nicht draus trinken, oder? Klar. Oh, das ist schon kaputt. Eieieiei. Aber die hat auch eine Zange und so dabei, Alter. Die kann ja einfach die Karre zerkloppen, ne? Oklahoma, was ist los? America's Incredible Pizza Company. Guckt euch das mal an, das fährt hier normal über die Straße. In Chicken. Und der hupt sich da die Seele aus, der Lok. Aber zu sehen. Die Spelunke von gestern von außen ist das, dieser Anbau hier rechts. Zwei Mitarbeiter davor auf Hockern. Also die haben auch vor, länger da zu sitzen. Vor dem Ausgang gelegen hat auf dem Boden, um einer zu sagen, nö, ist zu. Und ich habe einen nassen Arsch. Hast dann auch eine geile Panoramakurve, richtig geilen Blick hier über die Landschaft, die halt richtig, richtig, richtig gut ist. Entschuldigung, ich glaube, Sie müssen in eine Werkstatt. Ihr Scheinwerfer, also der von mir aus rechte, der ist blind. Das können Sie so nicht lassen, das müssen Sie in Ordnung bringen. Das ist schwer. Ich kann kaum nur halten. Ja, als ob. Wir sind am South Mountain Scenic Overlook. Man sieht so die ganze Zeit aus wie ein Dirk. Geweint. Orientierung. Da ist Powder Keg. Okay. Wo auch immer da ist. Howdy, y'all. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy. Brain Freeze, Leute, Brain Freeze. Nennt mich Lara Croft. Jetzt weiß ich, warum sie den Defibrillator mitschleppt. Das ist jetzt ein bisschen wirklich nochmal so Lara Croft-Style oder wie auch immer. Sie macht jetzt gerade hier diese fette Stahltür auf und dahinter steht jetzt unser Zug, der uns wieder an die Oberfläche bringt. Aber ich würde einen Verbesserungsvorschlag jedem kaltes Bier in die Hand drücken, wenn er hier rauskommt. Du, Shopinator, du. Jo, das wird nix. Die machen den scheiß Drecksladen jetzt zu. Er hat gesagt, er hätte von ihr nichts mehr gehört weiter. Ja, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Ja, hier ist auch die Titanic und King Kong. Und Freitag, Samstag, Sonntag Gunshow. Drive your handles forward. Ja, aber vorne an der Liftkurve war so ein Groundhog. So heißen die. Das war nämlich kein Biber. Auch nicht die, die wir zuletzt gesehen haben. Regenbogen! Oh Gott! Oh. Der erste Alpine Coaster, der schlägt, Leute. Ich hab's im Lachanfall bekommen.
Du darfst nichts mehr machen. Haben die Kurven falsch rumgebankt? Hast du das mal gesehen? Hast du gesehen, dass die keine Schienen gebogen haben oder Rohre gebogen haben? Die haben einfach gerade Rohre so aneinander gestückelt, bis es einen Kreis ergibt. Tschö, bis gleich. Victor, das ist gefährlich. In Kansas City, Worlds of Fun. So Leute, wir sind ja bei Cedar Fair. Und wir dürfen den Big Apple Wacky Worm nicht fahren, weil wir kein Kind dabei haben. Man muss ein Kind dabei haben, was unter 54 Zoll groß ist. Und die Begründung ist, man muss, setzt euch. Wenn ihr nicht sitzt, setzt euch, stellt alles ab, hört auf zu trinken, weil ihr werdet das gleich alles ausspucken. Okay, ein paar Mal fahren. Wenn man als Erwachsener ohne Kind fährt, versagen die Bremsen. Hilfe! Also wenn ihr euch vorstellen wollt, wie diese Bahn ist und wie sie fährt, Troy auf Steroiden und komplett zugekokst. Exit only. Der Operator dönet, deshalb Operator. Ace Grid. Das kostet doch viel mehr. Das sind am wenigsten von allen. Ach oh, schon gut. Da vorne ist eine andere Zahl. Ja, hab ich gesehen. Wer soll das alles essen? Wieso kommt da kein Aufzug? Yeah, we checked a few weeks ago and then it wasn't closed yet. Yeah, they just started this last week. Oh no, really? Serious? It's only for this month. We're from Germany on a coaster trip and this is the only my friends were here last week from Germany and open tomorrow. Yeah, well. Das letzte Woche geändert. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Yo, Leute, wir sind wieder auf der Route 66. Wuhu! Wie beeindruckend. Das werde ich in Deutschland so vermissen. Hier stehst du ja drin und wirst eingefroren und tauchst wieder auf bis in der Zukunft. In einer Zukunft ohne Six Flags. Ich lieb's einfach. Und diese Hirnis von Six Flags schreibt. Nein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich fährt rückwärts auf einem Fahrrad. Alright, that'll clear me teller out of here. See you back in about 90 seconds. Alright y'all, please keep your hands feet inside the radio all time. Then stay until it comes to a complete stop and don't get out until it's starting to do. Okay. Okay. Y'all ready? We are ready. Das ist ja die Schiffschaukel Sea Dragon, die stand ursprünglich tatsächlich in der Neverland Ridge. Michael Jackson, das damals war also angeblich sein Lieblingsride. Und jetzt gehen wir zu irgendeiner Kackhauskette wieder, ich vergesse mal, wie die heißen. Ich hab Bob Ross again. Was ist denn mit ihm? Exclusively for Cracker Bear. Oh, oh. Mhm. Mhm. Oh, wie schön, schön. Nein, das ist töten. Das hinter uns sieht aus nach Weltuntergang, es donnert wie Weltuntergang, aber ich habe gerade ein Glühwürmchen gesehen. Das und dann auch wie in Filmen, die Ampeln, wie die jetzt im Wind schon wehen. Wir sind in den USA, wir sind in, wie zum Teufel sollen wir das alles wieder nach Deutschland bringen? Oder auch nicht. Warte, die fahren um 7.30 Uhr los, fahren eine Stunde 30 quasi und sind erst um 10 Uhr da. Das passt ja irgendwie nicht. Hundi! Hallo Hundi! Da will ich mich nochmal die Hundi. Jetzt legt er sich wieder hin. So, meine Damen und Herren, wir sind beim Lake Winnipesaukee Amusement Park. Auch immer. So, alles ist orange, scheiße hier. Ja. Alles voll. Ja, klar. We'll have about a 6-minute delay, guys. Fast ein Seat-up for us. Pull down, left, after you hear.
Ich bist hier mitten im Park, ey. US Freizeitpark Feeling voll Six Flags. Auf dem Parkplatz direkt die ernsten Achterbahnen. Du hast hier so viel zu filmen. Du hast schon gesagt, oh, guck mal, das ist so schmecken. Hier kann man gut filmen. Oh, hier kann man den Elf filmen. Oh, guck mal, von hier kann man filmen. Also, was unseren Schnellschlag im Auto betrifft, sind wir noch Anfänger. Das ist, so macht es der Profi. Dieser Maurermaus wurde der Film Zombieland gedreht. Also wer macht denn so einen Blödsinn, Alter? Ach du Scheiße. 2, 1, 5. Du Scheiße! Du Scheiße! Are you lazy now? Fände ich übrigens eine sehr sinnvolle Sache, dass wir uns angucken, wie wir uns gegen den American Gladiator Alligator schon wieder. ja, die Nostril is located right there on the top of the head. All these holes right here. Animals on the planet. Nothing comes close, you guys. Das ist eine elektrische Insektenfalle. Ja, das war Englisch. Nice, Magnet. Wie süß, die hat sogar den Preis abgeknibbelt. Moment. Moment. Wir tropfen alles runter hier ins Klo. Super. Ich glaub's ja wohl. Ist auch das zweite Sold Out, also. Haben wir einfach mal gepflegt in die Badewanne gepisst. Die Abbauarbeiten. Aber heute stehen auf jeden Fall schon mal 3 Stops und die meiste Autofahrerei der ganzen Tour an. So, kommst du jetzt mit uns mit? Hallo. Also hier ist schon mal ein Freizeitpark, das haben wir schon mal gefunden. Es wirkt wie ein Lost Place, aber das Tor ist auf. Diese Achterbahn werden wir leider nicht fahren. Warning, you cannot tame the beast. Warning, it's too late to evacuate. Yeah. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, 6 Stunden für das Ding hier hinzufahren. Kommt am Review Video Magazin. Ich bin frisch aufgespritzt. Wir sind angekommen bei Schlitterbahn. Leute, also so voll war es noch nirgendwo, wo wir bis jetzt unterwegs waren. Oh,
Incredible Pizza Company. Ladeia Park hat eine Art Mini-Breakdance gebaut, nachgebaut. Maximal 165 Pounds darfst du wiegen. I'm back in my, yeah, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this is my, back in my bag flow, Brasilien ist das Land. Sie haben extra auf den Regalen Ventilatoren, damit die Flaggen hier wehen können. Tallest, fastest, longest, wooden coaster in Texas. Wenn das jetzt nicht stoppt, dann... Weltweit der einzige Shuttle Wooden Coaster. Ja, weil das die Ideallinie ist, mein Freund. Der Gewöhn. Ja, Leute, das ist geil. Mein Gott, hat er die Mädchen angekommen. Ich fühlte mich wie eine Hebamme. Wir haben irgendwie wegen Maintenance vor zwei Tagen am Zug fixen. No. I'm gonna look it up, I'm gonna subscribe. Voll groß. Dreimal Texas, aber auch so, dass es... Ach, ich bin beruhigt. Die sind hier so fettig, ey. In den USA, wir sind immer noch in Texas. Und ich hab Geburtstag. Oh, sie hat Geburtstag. SeaWorld San Antonio. Oh nein, wir können nach SeaWorld gehen. Oh, bitte. Dann sind wir vielleicht noch guter Dinge, dass das Ding heute noch mal aufmachen könnte. Lassen wir so mal ein bisschen fummele. Attention, Texas Road. Panini. Was ist mit denen? ich möchte heute Valet Parking machen für 70 ja? Dollar. Nach Six Flags gehst, du kannst dich auch verwählen, hast du vor allem Ludolf am Telefon. Was ist das für eine hässliche Scheiße? Was ist der Disco? Ja. Tschüss Six Flags. Tschö Putti. Wo gehst du hin? Wenn man sich wagemutig in diesen Busch da begibt, wo wahrscheinlich Klapperschlangen und sonstiges Gefiech, Skorpion und so wartet, dann kommt man sogar relativ nah dran. Mal gucken, was er jetzt da treibt. Pass bitte auf! Kakteen und alles. Gerade verhängt, ich kann ihn mehr. Ich lieb's. Hier ist der Pizza mal ab. Klappe zu, Affe tot. 76 Dosen haben da reingepasst. 76. Austin's Park. Oh, oh, oh. Ab. Und auch nicht mal eingesteckt. Und noch das eingesteckt. Sind die Tüllen, die da drauf kommen. Die reißen aber. Hier auf der Kirmes bei uns. Es muss. Bist du Achterbahn? Nein. Eine Meinung? Das Kofferchaos in London kann uns mal. Le Dragon Chinese. Chinese. Der chinesische Drache. Was? Chinois. La Dragon Chinois. Hör ich gerade aus der Regie. Also der chinesische Drachen. Und ich bin heute für euch bei der 24-Stunden-Tri-Coaster-Challenge. Und damit ihr die Kandidaten nochmal seht, kommen sie extra für euch jetzt hier gerade reingefahren. Und das sind die 12 Kandidaten der Tri-Coaster-Challenge. Du hattest einmal 2 Stunden beim Testen, warst du dabei, ne? So Leute, ich bin wieder im Toverland. Jetzt Viertel nach 12. Achterbahn fahren, 24 Stunden lang, 12 enthusiastische, verrückte Menschen, die hier für den guten Zweck fahren. So, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin auf einmal eine halbe Stunde Try gefahren. Fischhelm, kurz nach 3 Uhr in der Nacht. Da gehört schon einiges dazu, keine Frage. So Leute, wir sind back im Toverland. Ook onwijs bedankt. Hier kunnen wij super veel mooie dingen mee doen. Insgesamt mit allen Verkäufen, das heißt die Zeitfenster, die verkauft wurden und dann natürlich auch nochmal die
ja, die extra Auktionen, die wir online gemacht haben, die Spenden, die zusammengekommen sind, sind insgesamt 32.658 Euro zusammengekommen. Um das mal in den Rahmen zu setzen, das war fast das Dreifache von dem, was wir 2016 eingenommen haben, wo wir super stolz sind und uns natürlich auch bei allen bedanken wollen, die uns da dementsprechend unterstützt haben. Oh oh! Pizza, Scheiße! Weißingenieure bzw. weißberatende Ingenieure. Die Absenkautomatik bei Klodeckeln und Brillen unterscheidet den Menschen vom Affen. Ach nee, das ist ja ausgeschaltet. Mach aber vorher auf Auslöse, damit er das guck, aufnimmt, wenn er reinguckt. Ich hab irgendwie gedacht, du hast das gesagt, 1, 2, 3. Wir bauen dann einen kleinen Stück. Möchte ich mal, oder? Ja. Ist ja wohl. Oder? Ja. Deine Putsche, die müssen ins Bittchen. Na, alles okay. Da musst du morgen wieder arbeiten. Ja. Die Maschine ist die Arbeitsplätze weg. Das arbeitet ja keiner mehr. Also wir haben gerade festgestellt, die Biografie von Uschi, die im Jahr 2058 rauskommt wahrscheinlich, wird heißen, das ist passiert, Uschi, und das war so. Das wird die Biografie und das ist auch das Thema des nächsten Daily Vlogs. Das ist passiert und das war so. Ich geh lieber rechtzeitig. Das ist übrigens nicht. Come see our show here in Movie Park at Studio 7. My name is Christian Farla. I'm looking forward to meet all of you. Leute, die Welt geht unter, aber nicht, die ist im Komplett und für immer wahrscheinlich. Ja, Mission Impossible! Ja, der sagt halt, ja, Hast du mit entschlossen, du willst das Ding hier heute und morgen? Jumbo! Na? Oh mein Gott, folgt mir, der Löwe wurde gesehen, wir müssen hier raus! Einen eigenen Podcast haben viele, aber Litzbräu von die Litzigen... Das hat nicht jeder. Das Bier zum Podcast. Check das aus. Oh mein Gott, wir sind zu spät. Leute, habt ihr das gesehen, was da vorne auf dem Schild steht? Ich weiß es nicht, ob ihr das gesehen habt, ob das drauf war, aber wir sind bei Wekoma. 3 bis 4 Stunden gerade drin gesessen. Stefan Borian, Autofreizeitpark, kennt ihr. Und ich habe jetzt verstanden, wie ein Riesenrad be- und entladen wird. Und wie war's? Uschi! Luke, ich muss die Glocke! Rette mich, Dick! Mau! Mau! Und heute drehen wir fürs Halloween-Casting. Also heute ist Halloween-Casting und wir drehen heute ein Video für euch, damit ihr mal seht, was da geht, was da wie abläuft. Ja, du kannst dich selber grüßen. Wir haben 39 Grad und da kamen so ein paar lustige Leute auf die Idee, lass mal auf den Kirmes gehen. Und ich bin so doof und sag ja. Geisterbahn mit Gruselgarantie. Heißt das, wenn ich mich nicht grusel, kriege ich mein Geld wieder? Große Geister. Neue Geister eingetroffen. Wir müssen da rein. Neue Geister eingetroffen. Wieder alle so. Europa ist die
erste Geisterbahn, die interessanteste. Dennis, sei vorsichtig da. Los. Bis morgen, ne? Ich glaube, ich habe mir die Hose gemacht. Ziemlich viele letzte Runden. Wir können, ach, eine machen wir noch. Fünfmal. War nicht so meins. Oh, nur deswegen bin ich hierher gekommen. Endlich mal wieder belgisches Bier, ne? Die haben sogar Löffel und so. Freunde der Seite Theme, also Uschi und Luke. 70 Jahre Efteling, das gibt's nur hier. Ja, 70 Jahre Efteling im Moviepark wäre noch ein bisschen doof. Du hast alle meine Entchen gespielt, ganz toll. Oh. Hast den Rolling. Eine Fahrtsymbolika zu viel. Das war echt sehr lustig. Das ist fantastisch. Da sind wir schon bei Disney. Ende Juli, 29 Grad. Und was fällt euch bei einem Freizeitparkbesuch da als erstes ein? Richtig Halloween. Auto, Joe Jack. Du bist ja noch mal ein drauf. Wo ist der Bruder? Nein? Ja. Interessant, oder? Ja, das ist gute Blut. Sonne. Ich selber schon ein bisschen Angst hier, überall Gruselgestalten. Manuel, das war gefährlich. Du hast ein weißes T-Shirt, du bist dahergelaufen. Da ist nichts auf deinem Rücken, keine Sorge. Also tatsächlich interviewen sie mich gerade, deswegen bin ich etwas überfordert der Situation. Ja, bitte? Haben wir nicht bezahlt? Nein, kein Krankenwagen. Getendert, oder? Meine Güte, was will, die rufen ständig an den Krankenwagen, als ob wir eine Notaufnahme wären. Sind wir nicht eine Notaufnahme? Kein Tipp? Mann, ich wollte nicht. Ich brauche meinen Leuten. Nicht. Aber die Leute. Nein! Nein! Ja! Verstehe, ich bin jetzt auch unheimlich warm gerade. Geh noch mal raus. Ich schwitze den Schein und dann. War das wieder ein Aufwand? Nein, nein, nein. Geh noch mal, ich komm noch mal. Ich komm jetzt! Ich geh noch mal raus. Ich komm noch mal wieder. Warte, ich rufe die Krone noch mal. So. Ich komm noch mal. Puh, meine Schweißzeichen. Ein bisschen. Hier Pennywise. Hast du die auch? Nein! Ich komm noch mal. Mit deiner Oh, oh, was seht ihr hier? Die Tropfen! Alter Schwede, Halloween bei 28 Grad, so fühlt sich das also an. Ich bin alt, ich darf das. Also eher schon. Düren, und in Düren ist die Anna Kirmes. Also wirklich, wie viel muss in deinem Leben falsch laufen, dass du auf dem Karussell das Fahrrad nimmst? Was ist das denn hier? Ja, was ist das denn hier? XXL, noch mehr XXL. Beim XXL-Lachhaus gibt es ab 21 Uhr auch eine XXL-Spaßbrille. Wow! Die Frage ist, ist dann der Spaß XXL oder ist die Brille XXL? Achso, ja, hier ist der Breakdance. Von wem, weißt du das? Okay, ist ja auch egal. Geheim, was wir jetzt machen. Okay, oder? Meine neue Nummer 1. Dirty Pleasure UK Tour 2022. Und das war jetzt dumm. Das ist voll schlau, wenn ich mir jetzt. Kann ich das auf alle durchdrücken? Nein. Das wird aber auch passieren, wahrscheinlich, oder? Nee, aber ich bin viel schlauer, als ihr euch das jemals hättet vorstellen können. Weil, wenn ich jetzt denke, ich schreibe mir das jetzt auf, umgerechnet die km/h auf den Post-it und das dann. Nein. Ich schreibe jetzt für 30 Meilen schreibe ich 48 km/h auf und klebe die auf 48 km/h. Nein. Das ist nicht so das Schlauste. Stop, read this first. Ups.
Oh, super, dass es so wenig ist. Ach, das ist ja überschaubar. Das ist schon schief. Read this first. Das ist das zweite Mal, dass wir es benutzen. Ich habe das erste Mal das Ding überhaupt gesehen. Jetzt sitzt hier Ryan in den Zug. Cool. Das ist so geil. Naja, fahr doch. Yes. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich fahre in dem Zug Auto. Junge. Ist das cool. Ich fahre in einem Zug Auto, weißt du? Wie wär's, wenn dieser Autozug, wie eng das hier ist. Wie wär's, wenn dieser Autozug ins Schiff fahren würde? Ja. Gleich unten kommt das Foto. Wow. Ah, das ist auch anders, keine Wand. Die Sonne bekommt mir nicht. Aber ich bin so dumm, dass mir ein Brite sagt, dass ich gutes Englisch sprechen würde. Also entweder ist der komplett betrunken oder meine Lehrer hatten kein Recht. Aber ich weiß es selbst besser und weiß, dass ich es nicht kann. Also ist er betrunken. Und der Schwanz, der Lift ist der Lift, ja. Ja, mein Gott. Ja, hat mir gefallen. Und dir? Sehr schön. Gefällt uns. Ich hab mich verliebt. In Raupi. Die ist auch verwandt mit Bini und Schmidt. Ja, geh mal rein. Danke. Ich wollte uns gerade überraschen, also mich nicht, weil ich wusste, dass der. Da wollen die erstmal eine Grundlage hat. Ja. Sehr cooler Park, hat uns sehr, sehr gut gefallen, sehr überraschend. Andererseits natürlich, Tornado Springs ist jetzt relativ neu. Und ich glaube, wo das noch nicht so war, wie es da jetzt ist, war es nicht so geil. Was das extra ausmacht, weiß ich nicht, vielleicht weil es hier Klamotten und sowas alles noch gibt. Oder weil die 24 Stunden aufhaben? Oder weil ich 24 Stunden aufhaben? Was? Da steht neben dem Preisschild Aldi Press Match. Das heißt, es kostet dasselbe wie bei Aldi. Oh, wir sind angekommen an unserem Hotel. Ein bisschen irgendwo, ein bisschen tricky hinzukommen. Direkt neben uns ein Porsche Taycan. So ein paar dumme Steine. Also ich hab ja. Warte. Ja, das war knapp. Das war ganz knapp. Kommen alle entgegen. Ne? Ja, das sind die Straw Henge. Ja, das sind unsere Monuments. Ne? Die kann man nur für umsonst sehen. So. Und nicht zu jeder zu jeder Jahreszeit. Da musst du schon jetzt hier sein. Und wir bauen uns da jetzt auch einen Zaun rum vielleicht. Und dann nehmen wir auch 20 Pfund. Ja. 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 Ha! Trottel! Wir sehen's! Ha! 20 Pfund haben sie gesagt. Zahlen sie 20 Pfund, um die Steine anzugucken, haben sie gesagt. Nö, ja. Da bricht ein Vulkan aus. Das ist es, ja. Ja. Jo. This is the fastest service ever. All day breakfast. Sandwiches mit Bacon, Sausage und Egg, Sausage und Egg, Bacon und Egg. Kram hat halt einfach das Rote genommen. Er findet Rot schön. So, wir müssen jetzt auf der Tour oft wenden. Wir sind beim Breen Theme Park. Lizenzkarussell dreht sich wieder. Wir haben Avengers, wir haben Frozen, wir haben Disney-Prinzessinnen, wir haben Batman, Toy Story, Minions, Barbie und Lego. Respekt! Ich glaube, ich ziehe mir auch mein T-Shirt aus. Was mache ich denn damit jetzt? Und wir springen jetzt uns ins Auto und fahren noch mal anderthalb Stunden. Ich weiß nicht wohin, zu einem Freizeitpark, wo Achterbahnen sind. Also in welchem Universum ist das denn eine Sprache? Ja, also wir sind jetzt zum Barry Island Pleasure Park gefahren. Sind wir aber gar nicht. Sind wir aber gar nicht, denn hier ist anscheinend noch ein zweiter Park. Der Barry Island Promenade Park. Guckt euch das mal an. Auch ein Platten die Chase. Das sieht aus wie eine alte Geisterbahn oder ähnliches. Krass. Warum liegt das hier so? Was ist das? Ist das denn der Ausgang da hinten? Ja.
geht doch nicht. Oder was? Ja, das geht. Kannst du mitfahren? Ja, also. Der Crazy Frog. Ach, guck mal bitte, wie die Zylinder aussehen und so, ne? Nee, besser nicht. Es geht halt gar nicht. Also ich glaube, hier sehen Sie den Themenbereich Pripyat. Deren Ernst, wer hat das denn da drauf gemalt? Ist ja nicht Thomas, ist ja Amos. Natürlich. Story Mania war auch mal cool, oder? Das ist cool. Und was habe ich dann gesehen? Hier hat jemand seine Hose vergessen. Da gibt's ganz schön. Weiß nicht mehr, ich bin betrunken. Nochmal dasselbe, was wir eben hatten, das spanische Lager. Ihr seht doch was so aus. Also, wenn ihr mich fragt, habt ihr noch vier Essen gegessen? Kauf dir mal ein größeres Auto. Ja genau, pack doch noch weiter weg, das ist ja viel einfacher mit dem Umladen. Was soll das? Warum? Was ist mit dir? Oh ja. Das ist ja thematisch passend. Das ist super. Ja, ja, nehmt euch eins weg, gell? Otsaftis. Hey, Oktoberfest. Ich glaube, für die Rechte müssen wir jetzt alle Hersteller hier nennen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, da gibt es so oft so alte Lindsachen und so, habe ich gelesen. Wahnsinn. Das kickt mich nicht. Sollen wir ein Schild davon machen? Ein Foto davon machen? Das sollte ja mal einer überprüfen. Ich glaube, die Java braucht da eine Stelle für die sowas. Hast du es gesehen? Unfassbar geil, die haben hier die Promo für ein On-Ride-Foto und die haben einen Schneemann auf den Bob gesetzt und den alleine runterfahren lassen. Wie lustig ist das denn bitte? Ruhe! Uschi freut sich, da kommt ein Tunnel, höre ich gerade. Logisch, ist doch nicht schlimm, das ist zweispurig. Einem fast ganz normalen Wochenende bei uns. Was abreißen. Hallo Deutschland! Becker mein Name. Schönen guten Tag. Warum siehst du so ein Gesicht? Wir haben Schnaps bekommen aufs Haus. Wie war die Fahrt? Wie war die Fahrt? Wie war die Fahrt? Poseidon? Ein Boot, ein Boot, der ich probiere. Guten Tag, was machen Sie da? Wir haben keinen Bock mehr auf euch. Ah, okay. Deswegen fahren wir rückwärts. Das ist ein bisschen was, als ob du die Queen wärst, weil du liegst da alleine hinten mit der Decke drüber. Das ist toll, Mann. Das Kabel ist auf der falschen gesteckt, das ist mir auf der falschen Seite. Fahren zum Daserland. So, wir sind in Mannheim auf der Mannheim Mess. Warum das denn? Das ist doch voll viel. Oh. Glaubst du nicht, kannst du keinem erzählen, ich habe gerade 25 Minuten lang das ZTTs Video aufgenommen, habe beim Audio nicht auf Record gedrückt. Ich mache das jetzt nochmal. Bin ich zu fancy fresh oder ist das okay? Wir gucken uns an. Ah, wir gucken uns an. Ja, cool. Wir machen das jetzt mal anders. Darf ich dich oder darf ich dich anfassen? Ja, wir machen jetzt. Oder, warte. Ist da eigentlich wirklich Alkohol drin? Ja, die sind echt. So, da war auf der Raum auch mal. Nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Bitte. Dominik! Das ist der Bro! Ja. Also er ist seit eins Frühstücksfernsehen dieses Jahr gebombt und jetzt wieder er Lokalzeit Ruhe. Hey! Hey! Oh,
vier Leute drin. Ja. Nordrhein-Westfalen! Nordrhein-Westfalen! Hey, hey! Klopf den Tisch ab! Ich glaube, Moritz hat sich eingefisst. Wie, der konnte immer noch? Ja. Das lief die ganze Länder, Zeit. Das lief hier gewesen. Es war halt auch, er hat es halt versucht noch einzuhalten. Er war so, was ist denn? Was ist denn? Hier ist doch nichts. Mach los. Mit. Bongo, ja. Wir haben bekloppte Leute in der Stadt. Mal einfach. Ich guck nicht hin, wenn er mich anfährt. 987 Fahrräder sind hier heute lang gefahren und dieses Jahr 211.642. Halbe Stunde brauchen wir, so weiter. Ausverkauft und der Park ist dann an der Kapazitätsgrenze. In Belgien, wir sind im Örtchen Huy. Und dieser Fluss führt Kühlwasser für ein mehr oder weniger sehr bekanntes Atomkraftwerk, nämlich Tihange, das Pannenkraftwerk. Das soll ein Free-Fly-Coaster sein. Echt jetzt? Oh, heute gibt es reduzierte Tarife. So ein angeklebtes Duschenkrepp hält mich natürlich davon auf, da reinzugreifen. Was ist das denn? Um Himmels Willen, das kannst du auch keinem erzählen. Dingens, wo heißt der hier? Frieden. Tivoli Frieden, da gucken wir nicht hin, ne? Satori, die sind ein super Hersteller. Als ob. Das ist jetzt nicht viel, 280 Kilo da reinzustecken. Halten Sie sich bestimmt an. Haben die wirklich ihren Lautsprecher mit einem Fahrradschloss gesichert? Gurte. Gurte musst du nur anlegen, wenn du mehr als 50 Kilo wiegst. Aber auch eine komische Regel. Ja. Wir sind in Luxemburg. Europapark News. Wir wollen Kirmes machen, nicht Europapark. Vielleicht wollen wir auch Europapark machen, können uns auch nur Kirmes leisten. Aber das Ding macht mega Spaß. Da kann man selber ein Eis ziehen. One-Man-Show 2. Das ist geil, Leute. Das ist richtig geil. Wir haben es überlebt und das Ding hat kein Bügel, kein Gurt, auch nicht zwei Bügel und 10 Gurte. Wir werden gerade vom Mitarbeiter ausgelacht. Wir sehen, glaube ich, lustig aus. Ja, ich hab gelacht. Auf jeden Fall. Ein Erlebnis. Schubert. Die große Kirmes hier in Luxemburg. Ich bin Stefan Burian. Ich bin, wollte schon sagen, Geschäftsführer. Also, ich weiß nicht, ob man das als Geschäftsführer bezeichnen kann. Ich habe den Amusement Business Support und bin beratend tätig für große und kleine Freizeitattraktionen in den Bereichen Operations, Guest Experience und Human Resources. Das bin ich. Wir sind im Riesenrad, wir müssen ja noch fahren, ne? Vielen Dank. Deswegen ein 0-0. Prost. Kannst du nicht so schneiden, dass die einen letzten Worte an das Ende kommen? Wahrscheinlich Kontinuitätsfehler ohne Ende, aber... Also, mein Name ist Stefan Burian und... Mein Burian ist Stefan, ne? Und du siehst im Hintergrund wieder so... oben, unten. Neues. Bürgerschützenfest, Paw Patrol, Fett-LKW.
ihn das Rochen? Sind das Rochen? Er geht jetzt auch ab. Er hasst sein Leben. So, dann gibt's Ärger. Tusenfuit. 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 Mein Gott. Tusenfuit. Wird ein gelaunchter. Ich geh kaputt hier, Alter. Wir parken jetzt hier heute auf dem Personalparkplatz. Haben wir eine Erlaubnis zu. Vom Baubärenland. Wir sind jetzt hier in dem Make-up-Studio quasi von dem Halloween-Event. Alter, was geht denn hier? Ich wusste, dass er das ist. Wie, was war das denn bitte? Unglaublich, ey. Okay, das habe ich nicht erwartet. Alter, was geht denn hier für eine kranke Scheiße ab? Was ist das denn hier? Alter. Boah, stinkt das. Hör auf! Hör auf! Ist das ekelhaft. Oh. Oh nee, Mann. Das ist eine kleine Liebe. Opa, los, bitte. Aber danke. Ja, vielen Dank. Danke, Pferde, danke. Bye-bye. Bye-bye. Ja. Nederlands? Deutsch? Klar? Bist du klar? Kommen Sie mal, komm. Nehmen Sie die Spinnen? Ja. Ja? Ja. Okay, Achtung. Was kommt denn jetzt? Hi, Jack. Nehmen Sie mal eine bitte. Okay. Der war gut. Und jetzt bist du klar für meine Familie. Okay. Wow. Ach du Scheiße. Wo kommt sie denn her? Was ist das? Ui. Der ist doch weg. Schneller! Wow! Ich muss mich hinknien. Ich weiß nicht, ob das gut war. Eiffelpark Gondorf, Horizonte Star. Er wird hier von ganz vielen Spinnen verfolgt, Spinnen mit Laternen, das sieht schon ein bisschen süß aus. Die eine mit dem Beil finde ich auch super. Man ist Fuß. Der Mann von heute ist Fuß. So, noch eine weitere Neuheit hier. Ich gehe baggern. Auf die andere Seite. Achso, natürlich. Aber ich schön bin. Nein! Was ist das? Das Drehtor ist kein Karussell. Das sehe ich anders. Das machen wir jetzt nicht. Ich da raus. Das hast du jetzt nicht aufgenommen. Na klar. Ich fahre nicht nach Wickrad heute. Irgendein Atelier. Hey, hast du ihn gerade Schwein genannt oder was? Tamaris. Ist das gleiche wie Ride Review. Review. Und ciao. Bei dem Typ hier von dem Kanal habe ich es ja schon oft versucht mit der Frisur. Klappt noch nicht. Da ist nichts mehr zu retten. Ganz und wichtig, das Glöckchen. Abonnieren, Glöckchen, alles drücken, was zu drücken gibt. So, sortieren wir uns mal und gucken, wo die Kirmes hier ist. Noch mehr Menschen gerade getroffen, die auch auf der Suche nach dem Wurm sind, den wir auch gerade suchen. Für alle Föhn kauen. Aber er sieht nicht so aus. Nee, er hat jetzt die Haare geschnitten. Also, die Champignonfrau fand ich schon gut und die Gurken. Stephanie. Und die Gurkenmänner. Dann hier Kirmes. Oh. Gina, nicht Stefanie. Stefanie. Hä?
Essen bei Stefanie. Gut Essen bei Stefanie in Gina Schlemmerhütte. Was denn jetzt? Das habe ich eben nicht gesehen. Ja. Ja. Wir fahren mal nach Bremen. Dann bist du aber hier falsch. Ja, da waren wir ja gestern. Das ist die Brustgurke. Ziel. Ah, da hinten. So, ich bin auch schlau. Wir sind gerade an der Stadt vorbeigelaufen. Und ich habe gefragt, warum nennen die sich denn Gebrüder Blumenkohl? Bis wir gemerkt haben, dass kleines G-E-B-R Punkt nicht für Gebrüder steht, sondern für gebraten. Ach, hier, da ist Martin Blumenkohl, erster Vorsitzender. Jetzt stehen wir. Wie ihr vielleicht an diesem Luftballon erkennt, sind wir in Alsdorf. Beim Halloween Horror House Alsdorf. Bin ich der unten? Wir beides. Ich finde cool, dass das Ordnungsamt die aufschreibt, aber mit dem Ordnungsamt würde ich mich auch nicht anlegen, weil die bämsen dich weg. Was ist das denn? Weitergehen! Wo lang denn? Weitergehen! Wo lang denn? Ach, guck mal, hier, Männer sind Zornig ist auch da. Na, Dicker hat sich fast hingelegt, ne? Ich habe echt lange keine lebenden Menschen mehr gesehen. Du weißt schon, dass ich schief gelaufen ist. Na, was mach ich? Ab in die Hölle mit euch! Ich hab schon auf euch gewartet. Dann kommt mal mit. Rein mit euch. Wenn ich diesen Knopf loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Glück auf und ein schönes Wochenende. Ab und zu reißen auch die Seile. Dann seht ihr so aus wie ich. Oh-oh. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alter. Jetzt sind wir gefangen. Also. Nico? Wir sind gefangen. Warte mal. Oh. Oh. Sehr schön gemacht. Was war das jetzt? Wahrscheinlich das Band hier, guck mal. Feueralarm? Was wir das? Jetzt hast du Nein, was von der Ohren ist. Feueralarm, deswegen. Jetzt hast du alle drauf. Jetzt hast du, ab in die Nebelmaschine.
Ja. Alter! Da ist einer am Knopf gekommen. Hilfe! Komm, genau. Ich komm mal rauf. Ja, aber das ist geil, die Fahrt, die habe ich noch nie erlebt. Deswegen ist der Aufzug auch gestoppt. Ja, aber gut, das ist auch. Die Technik funktioniert. Alter Schwede, ey. Das, genau jetzt. Holiday Park, Halloween Fright Nights. Vicky Sabbat. Entschuldigung. Sorry, Mama. Hey! Den Zapfhahn. Oh, sind wir doof. Ja, ich bin Jan vom Holiday Park. Ich mache Marketing hier im Holiday Park und bin damit auch verantwortlich für die Fright Nights. Leute, wir sind ja im Holiday Park beim Halloween und hier Parkgeschichte. Wie viele seid ihr? Ich hab das gesehen. Ach du Scheiße! Nein! Du bleibst hier! Der war so hochgefallen. Ach, Biomüll oder sowas! Könnt ihr das Kabel bitte durchgeben? Wegbier? Ja, ich nehm Fußbier. Alles ausverkauft gewesen. Danke. Gerne, auf euch. Die Express-Schwuchteln zu mir, Pässe raus! Oh. Habt ihr Stoff hier? Gibt's sowas in Köln, Düsseldorf oder Mönchengladbach nicht? Wir schwätzen hier anders. Tschüss. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red View Videomagazin, einem neuen Video unsererseits. Und wir? Schnell. My name is Johnny Knoxville, welcome to Jackass. Woohoo! Köln Bonn Airport. Wir sind direkt falsch. Ein Doppeldecker. Wie heißt das? Doppeldecker. Hat jemand denn auch mal überhaupt auf den Knopf gedrückt? Wir fahren gar nicht. Zu 5 bis 7. Ah, siehst du? Schon ja. Falsch. Wenn das jetzt die hier Zeit läuft, Leute, schneller. Open the glass door. Hast du den Vorpass schon gemacht? Wir sind doch schon drin. Ach so. And continue straight to the find the lift of the door. Take the lift to the first floor. Das ist ja cool. Das ist mega schön. Hier. Bitte schön. Ich liebe Erdbeeren. Ich liebe sie einfach. Das ist Strawberry Cheesecake. Was stimmt mit dir nicht? Und jetzt geht's hier los, die wilde Fahrt. I won't do it in German, because my German is nicht so gut. Nicht so gut. Beste Thematisierungsfirma in der ganzen Welt, mit der wir die Studiotour realisiert haben. That's something nice. Yeah, die stolze Eltern. Ja, danke Mama und Papa, ist lieb von euch. Also, wir haben ein neues Logo. Haben die einen oder anderen schon gemerkt. Den haben wir zuerst beim Tonnewirbel, glaube ich, angebracht. Und jetzt mittlerweile ist unsere Homepage schon mit neuem Logo versehen. Der Stand natürlich auch. Wir filmen jetzt was für Ride Review. Gute Messe, danke, das Ride Review. Wer noch Ride Review noch nicht kennt, ist Ride Review. Doch, jetzt bist du drauf. Zum Wohl. Hast du jetzt einen Schnaps oder ist das ich Wasser? Ich hab einen Schnaps, das ist Schnaps. Echt? Ich hab noch keinen anderen. Hallo, hier am Art Engineering Stand. Und hier haben wir auch schon unsere Neuheit, den Wild Swing. Die Spiele für herausragend. Geht das schon wieder? Komm, wir haben es nicht, mal bis zu Christoph geschafft, aber den haben wir jetzt wenigstens hier in der Warteschlange. Falls ihr sie noch nicht kennt. Kennt ihr überhaupt Berliner Seilfabrik? Ich kenne das. Sehr cooler Laden. Was macht die mega Seilfabrik? Geile Spielplätze. Was habt ihr von bis denen? Zu 3000 Spielplätze pro Jahr. Was habt ihr von denen? Die haben leider zu wenig paar Seile. Die waren sehr beschäftigt, als wir einen Spielplatz brauchten. Aber André hat einen ganz tollen Kletterballon. Das stimmt. Der ist wirklich großartig. Kommt, Leute. Wir gehen jetzt zum Plan B Party. Das ist kind of an Aftershow Party. Mit dem Doppeldecker, Leute.
schon, Emanuel. Hast du auch Emanuel? Ehrlich? Nee, ich hab den Hussein. An welchem Disco fahren wir jetzt? In der Mitte die Uschi. Es gibt ein Modell vom Tilt Coaster, was funktioniert und sich auch bewegt. Ich habe schon mal den falschen Schläger gedrückt. Ich habe gedacht, der wäre hier und habe ich mal das Kabel. Ein Foto und ein Video. Moritz, defekt. Danke, Moritz. Arbeitet hier offiziell und macht hier alles kaputt. So, ihr seht es ja hinter mir, Hus Rides, und wir waren gerade bei Hus und 5 brandneue Rides 2022 entwickelt quasi. Und einen kleinen Teaser haben wir, aber der ist auch nur minimal. Und ja, viel Spaß damit. Nee, der steht dahinter. Ich hab alles. Ich hab alles. Schon mal 3 Tage Merlin Park, das war das einzige Gute. So, Freunde, wir sind auf der Kirmes, es regnet. Im Frühjahr, so voll war es noch nie. Und jetzt, also ich sag mal so, dafür, dass das ein Sonntag ist und den ganzen Tag durchregnet, wo du keinen Mensch vor die Tür kriegst, sind doch schon ganz schön viele Leute dafür hier. Dieser Regenschutz wird Ihnen präsentiert von Art Engineering und Vekoma. Vielleicht hat man Vekoma nicht gehört, weil du in den Schirm gesprochen hast. Wir sind in Krefeld. In Krefeld kommt durch diese Barrieren niemals ein LKW, der hier reinfahren könnte. Willkommen in Krefeld! Noch irgendwelche Fragen? Grüße an Tim, Grüße an alle anderen, denke ich mir nicht aus. Ihr seht an einem sehr skurrilen Ort und hier soll ein Freizeitpark sein. Also ich habe schon eine Achterbahn gesehen, Le Fleury, oder wie soll das, ja, Le Fleury? Das ist der Kalender, das ist krass, oder? SBF? Ist das eine Slingshot-Variante ohne Kugel drumherum? Was ist das denn für ein Blödsinn? Und haben aber 6 Einstiegsdinger, haben aber nur 5 Wagen. Das ist Französisch. Ich bin Felix. Nee? Da bin ich. Das ist doch alles sieht. Da bin ich. Ja, das ist richtig. Der Sven hat sonst auch noch eins für dich. Best Quality. Best Quality, ey. Das ist Rode. Bin ich auch ein Bild drin hier hinten, wie so eine Perverse hier. Das dauert jetzt auch noch, das dauert ungefähr 3 Minuten und dann bauen wir alles wieder ab. Ja, regnet doch zu stark. Ich muss einmal kurz sagen, wie er heißt. Ja, jetzt habe ich das auch nicht, jetzt habe ich nicht gecheckt. Marco war klein, weil er nah dran. Genau. Oh. Nicht berühren, Alter. Nein, Mann, du hast jetzt beide berührt, Junge. Die Knoten, die er machen muss. Ja, ich nicht. Oh, oh. Fällt nicht um. Tschüss. Yeah. Durchliedert und wenig selber rum. Liedert. 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 Mit Englisch. Songt quasi. Genau. Liedert. Aufnahme beenden. How much is it? Ich brauche aber hier so ein Testcamp, finde ich eigentlich ganz cool. Das Testen. Ich dachte, dass ich anpasse. Oh, eigentlich saß die ganze Zeit auf so einer Schnelle hier drin. Oh, voll bequem. How much is Quark? So, ihr habt, glaube ich, jetzt einen sehr, sehr, sehr spannenden und interessanten Einblick bekommen in das viel zu helle Video, weil die Sonne jetzt rauskommt. Also vielleicht mal als ganz kleine Randnotiz, hier sind Warnschilder auf dem Boden. Wer in der ersten Reihe sitzt, muss damit rechnen, Blutspritzer abzubekommen. Und wir reden hier von echtem Blut. Die nicht dabei ist. Ich muss mich erstmal jetzt an Moritz gewöhnen. Aber gut, dass wir schon in London zusammen waren. Ja, das macht es ein bisschen einfacher. Der hat das Praktikum bei mir gemacht. Als Blende nehmen. Ja.
Siehst du es gerade hinter uns regnet, das ist gerade extrem. Möchtest du das kurz unterbrechen? Nein, alles ist gut. Wir können trotzdem weiter schauen. Ich habe das komplett überspielt. Wir können trotzdem weiter schauen. Das ist nicht schlimm. Damit müssen wir heute auch klarkommen. Genau, wir haben heute einen Special Halloween Event Day mit Hornless Against Hate zusammen. Das ist eine US-Initiative, die sich für Toleranz und Gleichberechtigung einsetzt. Genau, für die von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sven. Ich bin 19 Jahre hier bei diesem wunderschönen Halloween Hopper Festival. Und wie ihr schon seht, ist heute alles etwas anders. Hello everyone. Hunters Against Hate was formed 6.5 years ago after the Orlando Pulse Massacre in Florida. Ich glaube, den nächsten Gast muss ich nicht groß vorstellen. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Und zwar ist das Manuel Kosotowitsch als Representer. Ich habe den eben nur angekündigt. Er kam ein bisschen spät, glaube ich. Das ist der gleiche Mann. Ja, hi, mein Name ist Daniel. Ich arbeite für den Trägerverein der Together Jugendzentren. Ich bin Hanna. Ich habe eine Zeit lang im Together Gelsenkirchen gearbeitet als Sozialpädagogin und bin da jetzt noch ehrenamtlich aktiv, mache zum Beispiel mit den Jugendlichen einmal im Jahr den CSD in Gelsenkirchen. Ja, hallo, ich bin Mike. Ich bin Content Creator auf TikTok, YouTube und Instagram. Vielen Dank, Sven. Ja, wir sind die Biker for Kids aus Düsseldorf. Mein Name ist Detlef. Zusammen mit dem Georg sind wir die Gesamtverantwortlichen für diese Organisation. Ja, hallo, ich bin der Georg. Seit 2009 läuft in Düsseldorf ein Motorradkurser. Ja, hallo, ich bin Chris, bin 27 Jahre alt, wohne in Gelsenkirchen, sehe auch gerade ein bisschen anders aus. Und zwar mache ich nämlich auch noch Drag nebenbei. Das heißt, ich bin sehr, sehr eng vernetzt in der LGBTQ-Szene natürlich. Guten Tag, liebe Gäste, mein Name ist Mucki, noch 22 Jahre alt, seit 4 Jahren Skate-Actor. Die Schlafmasken werden bitte erst angezogen, wenn ihr sitzt, nicht hier draußen. Damit auch alle die Stufe runterfallen. Ich will halt einmal. Ich halte mich besser fest. Ja, ich halte mich auch irgendwie fest. Es ist wie so eine du kannst ja nicht rausfallen. Nach links. Wer weiß. Fällt man hier, fährt ja so wild oder was? Wie lange fahren wir denn eigentlich? 40 Minuten. Das wurde nirgendwo erwähnt. Mit oder ohne Fest. Boah, das hat ein bisschen was wie. Gute Transition, die du da gemacht hast. Ja, okay. Ist ja schon kaputt. Kratz mich mal gut. Nein, es ist nicht kaputt. So, wir können starten. Weil der guckt dann eher in meine Richtung, wenn er dich anguckt. Ja. Jetzt guckt er von mir weg und ich möchte aber den Kamin und so. Siehst du mich denn auch so hinterm Blumenstrauß? Das da hinten bleibt dunkel, bitte, ja? Das bleibt, wenn keiner auf den Knopf drückt. Ja, danke. Hast du gehört, wenn keiner auf den Knopf drückt? Oh, oh. Ernsthaftigkeit, die Leute warten da, ne? Gut. Ja, das stimmt. Frag mich bestimmt gleich auch was, dann kann ich was hochhalten. So bist du gerade hinten. Dann halt doch mal was hoch. Der Jonas möchte einmal mit der Schlafmaske auch durchs Bild laufen. Nein, nein. Aber ich würde das cool finden, wenn der Manuel ein Interview mit Schlafmaske aufgeben würde. Einfach so voll drehen. Einfach ganz normal. Manuel, dann sollst du aber auch hell aus richtig machen. Nein, ist okay. Das ist alles gut. Und du filmst das wieder, ne? Für irgendwelche verrückten Outtakes. Oder ne, es sind ja keine. Das geht genau, das ist. Eine große Pommes mit Cola und was möchtest du? Und hier, möchten Sie nicht doch hier irgendwelche Räder haben? Ach, da ein Spielzeug. Ein Wespenkaffee. Ein Wespenkaffee, genau, das kann der Pierre sehr gut. Ja, das habe ich schon erzählt. Solltest du mal als für die Zuschauer sagen und empfehlen, wo man hier den besten Kaffee mit Stich bekommt. Nicht mit Schuss, sondern mit Stich. Ja, genau. So, jetzt mach dein Auto an und fahr. Der ist. Moment! Wie du kurz ernsthaft antworten wolltest. Brumm, brumm! Warum steht da Pro drauf? Warum steht da Pro auf der Pro-Version? Das ist die Pro-Version. Das ist die bei der Software so. Das ist nicht die billige. Das ist die Pro-Version. Nein, nein, der hat tatsächlich 48 Megapixel. Das ist kein Scherz. Nein, ist ja okay, aber ich habe noch nie auf dem Auto, wo Pro draufsteht. Ist jemand auch schon wieder Pause?
Hallo. Hallo. Uschi, es gibt Leute, da gehen auch Besucher. Ja, Prost. 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 Auf einen schönen Abend. Bestellt Hasch Cola mit Schaum. Marcel bittet, dass er innerhalb von 60 Sekunden 60 Maskenwitze bringen kann. Sind schon alle da? Elvis, alle? So, okay. Ich würde tippen auf blöd, blöd, hässlich, hässlich. Also, hässlich. 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 Das ist hässlich. Ja, billige Leute auf die billigen Plätze, ist doch klar. Ja. Mama! Ja, Lothar. So, wir sind. So ziehen wir die eigentlich immer. Von allen Seiten. Ich glaube, die zweite. Ja, hier tut so, als wären wir hier in SeaWorld und da kommt gleich ein Orca. Wirklich. Der blutet. Aber der blutet. Der blutet. Notiert, ne? Manuel ist gleich der, der dann in die Show dazugeholt wird, wo man immer denkt, der gehört doch zur Show. Ich muss noch ein Selfie machen. Aber ist der Erste, der wirklich... Ja, er hat noch schüttel noch ein bisschen mehr. Ja, ich dachte, das reicht. Das sind ja auch 50 Cent. Das ist im Moviepark Germany, der ist seit einer Stunde schon geschlossen. Es ist auch niemand mehr hier. Aber Entchen angeln, das geht immer. Ich habe gerade ein Einhorn geworfen. Nicht versuchen Sie es doch mal damals. Sticky can get high with me, that's a deal, right? Ride with me, if you ride with me, you can slide with me. So Leute, fahr jetzt nicht los, aber wenn wir wiederkommen, ist vielleicht unser Haus weg. Es wird immer größer, das Loch. Gott. Wir haben jetzt gleich eine Premiere. Ich halte schon mal hin. Danke. Wupp, wupp. Das bedeutet, der kleine Hobel hier ist jetzt 7,5 Mal um die ganze Erde gefahren. 7,5 Erdumrundungen. Bla, 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 aber auch bla. Und den Einkaufswagen hat ein Zug erwischt, würde ich sagen. Oder ich habe mich draufgesetzt. Ja, das kann auch sein. Yo, ich sage ja immer wieder, dass unsere Nachbarn alle ein bisschen fertig sind. Deswegen wollen wir auch hier, weil wir auch fertig sind. Aber das... Da auch noch mal, da hinten auch noch, einfach so. Visitor, Vicoma. Da hinten ist die Tür noch auf, bei dir. Das ist eigentlich meine Aufgabe sowas, ne? Ja, nach so einem Termin bin ich halt ein bisschen doof im Kopf. Mucki, ey. Pass mal besser auf deinen Mietzi auf, die ist schon deinen frisch rasierten Glatze gerutscht. Ja. Aha, hört man so im Kreisverkehr? Ja. Das ist mir neu. Parallelwelten. Zugraulich. Sie sehen Evolution. Ich glaube, der wäre ein Delfin geworden. Das ist keine Evolution, ihr jagt einfach nur Mücken. Mit Hilfe der sehr kräftigen Schwanzflosse haben die das mit keinen Problemen. Ja, weil da eine 3, eine 3, eine 2, eine 2 und 2 Einsen sind. Das kann ich 4 Einsen haben. Ich kann ihn so drehen, dann geht das. Im Gate One Shop und im Department Store im Moviepark Germany könnt ihr immer noch unsere Ride Review Moviepark Special Collection erwerben.
doch, wir haben erzählt, dass wir bei der PDC gestern waren. Dann waren wir hier. Das ist mein Glas. Und heute waren wir im Moviepark. Und ich freue mich nicht. Das Und das ist bei uns ein fester Ballon. Wollen wir los? Ja, und du hast einen Überblick über die Vogesen, über die elsässische Ebene, über den Schwarzwald. Also ziemlich, also schon eine coole Erfahrung. Auf Ganga. Eintrag aus Ganga. Oh Gott. Anlage ist jetzt freigegeben. Ist freigegeben. Ist, der neue Suspended Spinning Coaster, Stand-Up Spinning Coaster von Mark Brides. Bière de Pression, gezapftes Bier. Das steht da auch hier. Chillst du dann so auf Kinderwagen? Ja. Wer hätte heute Mittag noch gedacht, nachdem wir eine Taubenshow gesehen haben, dass wir in einer französischen Quizshow landen werden? Und wer hätte gedacht, dass wir in einer ganzen Reihe sitzen mit Leuten, die kein Wort Französisch sprechen? Den zweiten Platz holen. Schön, Frösche, was? Fröschis! Ich will Frösche finden. Wo? Das war unser Besuch zum Le Parc des Petits Prés. Yo. Ich komme nach Hause. 2000 und... Mann! Hallo! Aber jetzt zum Ende das Mikrofon aus. Ich habe schon ein bisschen Kram geschnitten und ich habe schon ein bisschen gearbeitet. Jetzt packe ich nur noch ein bisschen. They are free companies, but the problem is because of the steep price, I was also considering. But... Was ist das? Was ist das? Ein Achterbahn, ein Riesenrad selber gebaut. Treppe langsam und leise gehen. Okay, gerne, machen wir. Was stimmt mit dir nicht? Voll süß. My name is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Sind wir da auf der Suche nach weiteren Fotolocations. Wir haben gerade die Stuntshow gemacht und sind jetzt bei Bandit im Inneren. Wie war dieser Igelschnitt? Wie war die Fahrt Poseidon? Und fandest du? Fandest du doof, so jetzt vor so einem Oktoberfest nochmal Poseidon zu fahren? Ja, oder? Machen, ne? Das ist echt super nervig. Hast du den Ruckkopfvlies an? Ja, also nee, nur von Teilseil an. Ach so. Ja, das ist die einzige Fließjacke, die ich habe. Ja, okay. Ohne Vlies geht's nicht aufs Ohr. Ne? Ohne Vlies? Du hast auch Vlies an? Ich auch Vlies an. Ja, ich hab keinen Vlies an, ich bin am Arsch. Das war's. Das ist doch nicht normal, ey. Das ist doch jedes Mal so. Oh, schön, ich sind jetzt eine Waschstraße. Let's go.
kommt hier jemand vor. Lisa? Der hat mich erwischt. Ich finde das hier nur so schön von der Luft und der Atmosphäre. Das ist doch hier A40, oder? Ja, das ist hier auf der A, wir sind hier auf der A44 im Ruhrgebiet. Und das scheint ein guter Diesel zu sein. Ist das ein Interview? Ist das eine Interviewsituation hier? Ja, das ist ein Interview. Ja, das war angenehm. Ich hätte vorher auf Toilette gehen sollen, weil das auch mit einer Blase funktioniert so. Mit einer vollen Blase funktioniert das nicht. Ich will an deine Tasche. Hi Dennis, schön dich hier im Moviepark Germany zu haben. Ich bin Oliver von der Firma CapDVR. Wir haben eine 360-Grad-Video, On-Ride-Video-Aufzeichnungsanlage für die Star Trek gebaut. Und wir befinden uns jetzt hier, in der Star Trek. Ja, wir befinden uns hier in der Maintenance-Halle. So, wenn du vielleicht hier mal schauen willst, das Besondere eben an der 360-Grad-Kamera ist, dass sie zwei Linsen hat. Eben mit Mack. Erstmal früh eine Projektteam gebildet. Mack hat Emis, den Elektronikpartner, Elektropartner der Parks mit dazu. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder hier sein darf im Moviepark Germany. Hallo! Hey. Wo bist du denn die ganze Zeit? Hey, ich war jetzt im Büro, weil ich hab Juhu. Ich trinke hier Desi. Oh, ich muss nach hinten, weil falls sie mich anrufen. Mit 45 Minuten kein Problem. Und Herr Nolle sagt, er hat keine Lust. Wir spielen heute was anderes. Was denn? Magda hat gerade Porno. Porno. Alles klar. Okay, tschüss. Der will eine Prosciutto. Ja, kein Problem. Medina oder Bettina? Medina. Medina, schöner Name, alles gut? Ja? Guck mal. Hi. Nimm mal Platz, komm mal zu dir. Guck mal, ich hab was mitgebracht. Sollen wir da mal hingehen? Warum nicht? Das stimmt. Das stimmt. Kabine von den Tanzschaben, die ja. Hier Stefan eiskalt infiltriert hat. Ich möchte auch, hallo! Da, warte, kann man es auch rausziehen? Oh. Du hast Bacillus. So, das ist Bacillus Maximus. Redige nicht, geh raus! Ich hab so ein Kratzen im Hals. Ja, ich auch. Das ist doch eine Brille, eine Sonnenbrille für den Mond. Du könntest das eigentlich auch machen. Was? Europa-Park, Traumatica. Pipi. Tarothaus. Jetzt habe ich hier voll den Diffuser über dem Kopf. Hallo. Schöne Grüße vom noch alten Stuntshow-Set im Moviepark Germany, Crazy Corps New York. Ja, Feierabend, ne? Ja, wir sind im monatlichen Daily Vlog, aber wir sind in Orlando, Florida. Und hört ein Baby. Ein guter Hybrid, das ist eine Marvel-Maus. Marvel-Maus. Tag 1 eigentlich, Tag 0 war gestern. In Orlando 2022. Wir spielen jetzt so ein kleines Spiel.
Das ist jetzt echt das Erste, was du machst damit, ja? Die Lumina Fantasia. Ich möchte noch mal kurz sagen, ich weiß, dass ich eine Sonnenbrille anhabe. Oh, man wirkt so, als Dixon jetzt von Disney Springs im Video thematisch und auch allgemein zum Disney Transportation System. Hier sind wir jetzt in der Abracadabra. Und das ist quasi. Ich finde gut, dass der Pieps ist sehr frauenverreckend. Also der Feueralarm, dann okay. Dua Iapa Expo in Orlando. Das ist eine Mischung aus Schaum und Zuckerwatte, oder? Und ganz viel Dreck ist da auch schon drin. Wir kriegen das alles ab da. Und jetzt, das geht da durch. Oh nein, die Armen. Oh mein machen. Gott, die Armen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Das ist doof. Das irre, was der Mann hier gerade macht. Iapa Theater. Und im Iapa Theater ist heute die Opening Reception. I'm singing in the rain. Wir sind in Orlando, Tag 3, Tag 2 Messe. Uschi hat heute auch wieder ihr Go Away Green an. Wollte ich das nämlich in den Koffer tun, dann habe ich gesagt, nee. Nicht, wenn ich mit Moritz bin. So, wir sind bei Intermin und ihr seht, hier ist auch ein Wagen. Ich sitze einfach mal drin. Und es geht hier um den Arctic Rescue Coast. So, there's actually, you can see how the bogies run on. Yes. Ah, awesome. Yeah, so the wheels will sit right along here and then the guide wheels will run right along here. Okay. Ja, wir sind hier am Stand von Vegan Water Rides. Wir haben dieses Jahr eine neue Idee, die wir hier präsentieren möchten. Und zwar ist das die X-Slide. Das X steht für die Kreuzung, weil wir die verrückte Idee hatten, inspiriert von einem unserer Kollegen, dem Simon, der spielte mit seinem kleinen Sohn so eine Kugelbahn und die kreuzte sich dann und dann meinte er, können wir das nicht als Rutsche bauen? Und dann haben wir gesagt, nee, ich glaube, das geht nicht. Und dann läuft da nicht voll das Wasser durch, weil das kann sich ja nicht kreuzen, sondern das würde dann... Oh, stimmt. Würde dann wie man... Muss ich mich dann an Sie wenden? Ja. Oh, das ist ja toll. Ein kleiner Kletter ist günstiger. Ganz green, günstiger, weniger Platz. Okay. Zweck. Can you feel that drip? Sieht ein bisschen Tenno aus. Ja. Isibon in Klugheimer. Sehr gut. Yes. Wir sind gerade auf der. Wem zu? Ja. Wir sind gerade auf White der. Lightning? Ja, danke. Auf der GCI-Party White Lightning gefahren. Da ist das Beweisbild. Vater und Sohn sind gerade damit gefahren. Mutter hat sich nicht getraut. Kapitel ist erstmal geschlossen. Bis nächstes Jahr. Er lacht sich dahinter kaputt. Das seht ihr jetzt nicht. Das Lachen hinter der Kamera, das seht ihr jetzt nicht. Dreckig ist es. Ja. Denn hier, warum ist das denn hier so? Weil jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt mit Erwachsenen im Boot hast, dann ist das doch voll der Kapazitätskiller. Der hat das Mikrofon so weit weg. Ich glaube, der singt nur Playback. Das sieht ja krank aus. Also wir sind jetzt hier gerade, Bro wird euch jetzt gleich sagen, wo wir hier gewesen sind. Du wirst das schon gesagt haben dann wahrscheinlich, ne?
Ich fange nochmal von vorne. Also wir sind jetzt hier gerade bei der IAPA Celebrates. Unfassbar besonders ist gewesen, Bro und ich sind gerade den... Du weißt überhaupt, wie die Achterbahn heißt? Wir sind die Achterbahn gefahren, die keiner fahren darf, wo man immer ein Kind... Uschi, weißt du, wie die heißt? Wie heißt sie? Bedeneren Flyers. Blau. Wir sind jetzt hier gerade in der... in Hogsmeade, in der Wizarding World. Die ist auch geöffnet. Hagrids haben wir gerade als Walk-on beim ersten Mal quasi gemacht. Ganz paar Minuten mussten wir warten. Sind direkt rausgesteppt, kurz Bier geholt, wieder reingesteppt. Das muss man sich mal vorstellen, was wir hier gerade gemacht haben. Yes, easy. She really likes you. Wow. Okay, oh. Or not. I couldn't tell if that was good or bad. Everyone say bye, Blue! Get out of there, Germany. Get out of there. Die mochte uns. Ich hab die angefasst. Das war doch schon schön, oder? Wir sind hier, wir haben gerade, wir fahren noch ein Ride. Wir haben, wir haben ja Hagrids gemacht, wir haben den Dino-Encounter gemacht. Hier ist schön leiser, ist gut. Wir sind jetzt hier gerade bei Spider-Man. Wir müssen morgen um 6.30 Uhr aufstehen, um die Party zu confirmen für Cosmic Rewind. Guckst du einmal in deine App, bitte? 9.10 Uhr sind wir ungefähr dran. Vor Epcot noch. What have we done? I think we're going back. Alter! Alter! Was ist das denn? Oh, bei dir leuchtet das. Bei mir auch? Bei mir? Ach, bei mir auch. Juhu! Ich hab Velocity. Die meines Fahrers. Kannst du bitte aufhören, mich zu schubsen, ja? Kein Streit in Space. Oh, der schubst mich! Elsa hatte sich irgendwo den Ellenbogen angedutscht und da hat wie so, man sieht es vielleicht im Video, da guckt wie so was raus. Redet sie schon wieder? Nein, immer noch. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre Epcot. Was wären wir ohne Spaceship Earths? Grünes Bier, das ist das Grog Ale, also wir sind Pandora immer noch und wir haben hier so ein aligeres Ale. Ich weiß ja, dass du da bist, aber guck du mal, siehst, bitte, oh. Pass auf, sorry, sir. Sorry, oh, sir. Jetzt da auch, oh. Gut, wir sind gerade super, wir geben gerade alles zurück. Guck mal, das ist aus, ob du reingeschoben wurdest, guck mal, du fliegst einfach. Also ganz schlecht, auch einfach mitten in den Raum. In Pandora. Deswegen sind wir noch ein bisschen länger hier geblieben im Bereich, damit wir uns angucken können, leuchtet ja alles nachts. Ich habe das nicht gesehen, aber, also den Film nicht gesehen, aber ich sehe das hier nicht. Ja. Ihr habt das nicht gesehen, die anderen haben mir das gesagt. Willst du? Nein. Kriegst du ein Wobo auf. Hollywood Studios sind wir angekommen. Disney denkt wirklich an uns, weil jetzt sind die Busse nicht mehr da, dann machen die einfach die Schneemaschinen hier in den Köpfen an. Also auf Englisch. Ja. Ich kann sie jetzt nicht auf Deutsch. Er hat sie ja angezettelt. War er das? Ja. Some imagination, huh? Wir sind in Orlando, Florida, USA. Wir sind in den Disney Hollywood Studios in der Walt Disney World. Hey, music lovers. Welcome to G-Force Records. Just so you know what's rocking here. Rock and Roller Coaster is a loud, thrilling, high-speed roller coaster type ride that includes sharp turns. Über Stinky Dog. Ja, Mack Rides. Mack Rides! Mack Rides! Hey,
Wir haben den letzten Tisch in der hintersten Ecke bekommen. Und der Animatronic ist auf der anderen Seite natürlich. Naja. Oh. Das ist auf Kamera? Die Getränke also, mit Judith Reicher. Wir haben McVW5 Ozeanfrische, dass man sich so ins Klo hängt. Wir sind in den Niederlanden, wir sind in Utrecht und wir sind im Spoorweg Museum. Und jetzt denkt ihr alle, Museum, oh nein, was wird das denn für ein olles Video? Ja. Ja. Ey, Leute. Ich bin fassungslos. Wir sind gerade Starland Monsters gefahren. Das ist der Dark Ride hier. Das Ride-System kommt von der Firma Kumbak und Thematisierung von Lagotronics zusammen mit Smile of Experience, also Lagotronics Projections. Und das sind sehr, sehr viele Projektionen. Leute, das ist der Ausgang. Nur für weibliches Wehrmachtsgefolge. Alter, diese Duftstoff hier und wie das gemacht ist, das ist ja richtig geil. Ob du bitte bleibe ich jetzt aufgesprungen? Wie bei Smugglers Run. Ja. Wir sind bei einem Grad in Hamburg. Hamburg, meine Perle. Also ich finde es wirklich schön hier, ich finde das wirklich gut. Und wir sind bei Harry Potter und das verwunschene Kind. Unter sauerstoffiert sind wir. Boah, 2,5 Stunden so im Theater da, ey. Boah. Wir sind beim besten Hamburger Skiwetter in Hamburg. Hinter uns, ihr erkennt es wahrscheinlich eh schon, Miniatur Wunderland. Ihr seid hinter uns. Okay. Oh. Aber gefällt uns auch immer noch gut, nicht wahr, Dennis? Wir sind, vielleicht erkennt ihr es an diesem riesigen Weihnachtsbaum, beim Kranger Weihnachtszauber, die Weihnachtskirmes, Winterkirmes im Ruhrgebiet. Mein Name ist Dominik, ich bin Projektmanager hier beim Kranger Weihnachtszauber und das ganze Jahr für die Veranstaltung zuständig. Wer das Video gemacht hat, ne, der ist super. Hey, hören Sie mich nicht.